Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch eine angesagte lässige Sweatpants für Frauen nähen. Die Hose mit Gummibund sitzt gemütlich locker auf der Hüfte, ist dort etwas weiter geschnitten und wird zu den Beinen hin enger. Am Bund sind kleine elegante Falten und hier haben wir Eingriffstaschen. Und die Hosensäume sind mit coolen breiten Bündchen. Das Schnittmuster für die Hose findet ihr wie immer auf meiner Seite Pettidou. Mit eurer Stoffauswahl entscheidet ihr den Look der Hose. Ihr könnt sie klassisch elegant gestalten, zum Beispiel mit einem weichfallenden Viskose-Jersey oder lässig cool, indem ihr einen Sweatstoff vernäht. Je nach Dehnbarkeit eures gewählten Stoffes kann die Passform der Hose unterschiedlich ausfallen. Wenn ihr beispielsweise einen sehr dehnbaren Stoff habt, dann solltet ihr eventuell eine Größe kleiner nähen. Wenn ihr dagegen einen sehr festen Sweatstoff habt, der wenig elastisch ist, dann solltet ihr eine Nummer größer nähen. Übrigens könnt ihr diese Hose auch aus einem nicht dehnbaren, gewebten Stoff, zum Beispiel aus Wolle oder Leinen, nähen. Dafür gibt es ein separates Schnittmuster, wobei die Arbeitsschritte bis auf die Hosenbündchen gleich sind. Ich habe für meine Hose jetzt einen leichten Sweat ausgewählt und die Schnittteile hier schon einmal vorbereitet. Wir haben jetzt hier jeweils ein rechtes und ein linkes Teil für die Vorderhose und für die Hinterhose. Zwei Bündchenteile, ein langes für die Hinterhose und ein kurzes für die Vorderhose. Zwei vordere Taschenbeutel, zwei hintere Taschenbeutel sowie die beiden Beinbündchen. Zum Nähen der Hose verwende ich nun zum einen meine Overlock-Maschine von Bernina sowie für ein paar Nähte meine normale Nähmaschine hier von Singer. Weitere Informationen zu diesen Nähmaschinen erhaltet ihr, wenn ihr auf die eingeblendeten Links klickt. Und jetzt legen wir los. Wir nähen als erstes die Bundfalten in die Vorderhosenteile. Dafür habe ich die Markierung von den Schnittteilen hier als kleine Einschnitte, sogenannte Knipse, übertragen. Jeweils zwei davon lege ich aufeinander und stecke sie mit Nadeln zusammen. Die gesteckten Falten nähen wir nun von der oberen Kante ab 5 cm zusammen. Steckt euch im Abstand von 5 cm eine Nadel und näht dann senkrecht parallel zu dieser Kante eine Steppnaht mit kleinem Stich. So sieht nun die fertig genähte Bundfalte aus. Genauso verfahren wir jetzt mit der zweiten Falte hier an diesem Hosenbein und nähen auch die restlichen beiden Falten am anderen Hosenbein. So sehen die genähten vier Bundfalten aus und als nächstes nähen wir nun die vorderen Taschenbeutel an. Damit sich die schrägen Tascheneingriffe beim Nähen und auch später nicht ausdehnen, habe ich die Kanten hier mit etwas Formband verstärkt, sowohl beim vorderen Taschenbeutel als auch bei der Vorderhose. Ihr könnt genauso gut ein Stück Bügeleinlage dafür verwenden. Wir legen nun den Taschenbeutel rechts auf rechts hier an die schräge Kante der Vorderhose und nähen eine Naht, die von dieser Kante bis zu diesem Knips verläuft. Ihr könnt euch hier noch eine kleine Markierung machen. Die Nahtzugabe beträgt jetzt 7 mm, also etwa Nähfüßchen breit. Wenn ihr den Taschenbeutel angenäht habt, könnt ihr nun diesen kleinen Knips bis kurz vor die Naht einschneiden. Klappt dann den Taschenbeutel um, sodass die Nahtzugabe in Richtung des Taschenbeutels liegt und steppt diese Kante hier ab. Damit wird gleichzeitig die Nahtzugabe fixiert. Ich beginne mit der Naht hier unten am Knips.
So sieht die abgesteppte Kante nun aus. Jetzt können wir den Taschenbeutel nach innen legen und ihr seht, wie durch die Absteppung diese Kante richtig schön sauber ist. Und hier unten am Einschnitt haben wir noch eine kleine Ecke der Nahtzugabe. Als nächstes nähen wir nun den hinteren Taschenbeutel an. Dafür legen wir ihn bündig auf den vorderen Taschenbeutel und nähen beide Teile hier an dieser gerundeten Kante zusammen. Hierfür verwende ich nun meine Overlock-Maschine. Sämtliche Arbeitsschritte dieser Hose könnt ihr aber auch mit der normalen Nähmaschine nähen. Schaut euch hierfür die Tipps und Tricks in meinem Nähvideo zum Shirt Elaine an. Nun ist auch der hintere Taschenbeutel angenäht und genau so verfahrt ihr natürlich auch beim anderen Hosenbein. Und bevor wir nun weitermachen, fixieren wir nun die Taschenbeutel und auch die Falten hier an den Kanten durch kurze Nähte, damit sie nicht mehr verrutschen können. Dafür legen wir hier alles schön glatt hin und stecken ein paar Nadeln, wobei hier die kleine Nahtzugabenecke auf den Knips am hinteren Taschenbeutel trifft und die obere Kante hier auf diesen anderen Knips. Das Falteninnere zeigt zur vorderen Mitte. Und der Taschenbeutel liegt bündig an der oberen Kante. Nun können wir die Kanten mit ein paar kurzen Steppnähten fixieren. So, nun ist alles fest und kann nicht mehr verrutschen, wenn wir im nächsten Schritt die Hinterhosenteile annähen. Dafür legen wir nun je ein Vorderhosenteil auf ein Hinterhosenteil und nähen beide sowohl an der langen Außenseite als auch hier an der Innenbeinkante zusammen. Wundert euch hierbei nicht, dass die Hinterhose breiter geschnitten ist als die Vorderhose. Das sorgt für die optimale Passform. Wir fangen jetzt mit der Seitennaht an und legen dafür beide Hosenbeine bündig hier an der Kante zusammen. So sieht die Seitennaht nun aus und als nächstes ist die Innenbeinnaht an der Reihe. Die beiden Strecken sind zwar unterschiedlich gerundet, aber trotzdem gleich lang. Legt auch diese bündig aufeinander. Wenn ihr jetzt also die Innenbeinnaht und auf die gleiche Weise auch das andere Hosenbein zusammengenäht habt, könnt ihr als nächstes die Schrittnaht schließen. Dafür wendet ihr ein Hosenbein und steckt es rechts auf rechts in das andere hinein. Legt beide Teile hier an der Schrittrundung schön glatt aufeinander. Steckt hier die Innenbeinnähte zusammen, hier die Kanten der beiden Vorderhosenteile und hier die Hinterhosenteile. Jetzt können wir die Schrittnaht in einem Durchgang nähen. So sieht die Schrittnaht jetzt aus. Nun können wir die Hose wenden.
Und nun geht's weiter mit dem Hosenbund. Dafür nähen wir zunächst beide Teile an den kurzen Enden zu einem Ring zusammen. Diesen Ring falten wir jetzt der Länge nach mittig und stecken ihn rechts auf rechts an die obere Hosenkante. Dabei treffen die Knipse am Bund auf die vordere und hintere Mitte der Hose und die Nähte am Bund treffen auf die Seitennähte der Hose. Alle Lagen werden schön glatt zusammengesteckt, wobei das kurze Bundteil an der Vorderhose ist und das lange Bundteil ist an der Hinterhose. Jetzt können wir den Bund annähen, wobei wir hier an der hinteren Mitte beginnen und dort ein 5 cm großes Loch lassen, durch das wir später das Gummiband hindurchziehen können. Nun können wir durch die Öffnung das großzügig zugeschnittene Gummiband mit einer Sicherheitsnadel einfädeln. Verteilt die Bundweite jetzt so, dass der Bund an der Vorderhose schön glatt liegt und an der Hinterhose gerafft ist. Achtet auch darauf, dass das Gummiband nicht verdreht ist. Macht nun am besten eine Anprobe, bevor ihr den Gummi entsprechend kürzt und zusammennäht. Zieht dafür die Gummibänder ein Stück aus dem Hosenbund heraus und legt sie so aufeinander und näht sie mit einer Zickzacknaht zusammen. Nun können wir das Gummiband noch hier an den Seitennähten mit einer kurzen Naht fixieren. Damit verhindern wir, dass es sich später verdrehen kann. Außerdem soll ja auch der Bund hier im vorderen Bereich schön glatt liegen. Ich nähe jetzt genau auf dieser Naht, man sagt dazu auch im Schatten der Naht. Nun müssen wir noch die Öffnung am Bund schließen. Zu guter Letzt sind die Hosenbeinbündchen an der Reihe. Dafür falten wir die Teile rechts auf rechts, sodass die kurzen Kanten hier aufeinandertreffen und nähen sie dann zusammen. Die fertigen Bündchenschläuche können wir nun links auf links zusammenfalten und sie rechts auf rechts in die gewendeten Hosenbeine hineinstecken. Dabei trifft die Bündchennaht hier auf die Innenbeinnaht. Der Hosensaum ist etwas weiter als das Bündchen, verteilt diese Weite gleichmäßig und steckt alle Lagen zusammen. Thank you.
Beim Annähen liegt das Bündchen jetzt oben, ich nähe also in der Öffnung. Das Bündchen wird ganz leicht gedehnt. Und fertig ist unsere lässig coole Sweatpants. In meinem YouTube-Kanal findet ihr noch jede Menge weitere tolle Nähvideos. Abonniert den Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und wenn ihr jetzt unbedingt wissen wollt, wie dieses schicke Oberteil genäht wird, dann schaut euch einfach mein Video zum Wasserfall-Shirt an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.